Heute öffnen wir endlich Darkwing Blast. Dieses Set hat ganz versteckten Value in Form von Super Rares, krassen Ultra Rares und ein paar richtig, richtig wilden Secret Rares. Das hier wurde wie immer gesponsert von Best Collect. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr was bestellen wollt. Machen wir weiter mit dem Opening. Let's go. Machen wir das mal auf. Ich habe ja gesagt gehabt, dass das Set selber gar nicht so gut ist, weil das gar nicht so viele generische Karten hat. Ich habe die Bisselkarten echt unterschätzt und ich habe auch das Portemonnaie der Leute unterschätzt. Denn die sind offensichtlich bereit, für eine Super Rare 14 Euro hinzublättern. Deshalb hoffen wir, dass wir in diesem Set nur ein bisschen Super Rares ziehen. Ich bin gespannt. Ja, also wenn wir jetzt nur Bisselkarten ziehen, könnte das sehr, sehr wild werden. Strong. Machen wir Sachen einfach zweimal, damit die aufgehen. Let's go. Dann haben wir einmal das neue Amazonische Fusion Monster. Yoshiro des Wassers. Stiller Wolf Kalupo. Ja, auch das ist eine Karte. Dann lachender Papageientaucher. Dann haben wir die erste Super Rare ist Schrecken in der versteckten Stadt. Das ist eine sehr coole Karte für das Deckthema. Kann aber auch in anderen Deckthemen gespielt werden, weil die generisch ist. Haben wir einmal Unterweltritual der Wahrsagerei, Drachenpendel, amazonische geheime Künste und Ixib Omen des Goti. Ja, sagt mir jetzt nicht so viel, aber scheint auf jeden Fall optisch eine sehr interessante Karte zu sein. Die erste Super Rare, legen wir mal hier vorne hin. Die Super Rares könnten ja doch ein bisschen Value tragen. Dann gucken wir mal. Schreckensklauen, Niedergang. Amazonische Augusta. Freki, die runischen Zähne, das ist eine ganz normale Kamen, das ist auch wild. Runische Kunst des tanzenden Blätter. Und Spreit Sprint. Das ist geil. Das ist eine gute Super Rare. Das ist eine gute Secret Rare aus dem Set. Eine sehr, sehr schöne Karte und natürlich eine sehr gute Karte. Wild. Originales Bambusschwert, amazonische Goldpeitschenmeisterin, Goti Kosmos. Und eine Jutsu-Kunst, Instrument, Eisengräber. Ich muss dir fairerweise sagen, ich habe ja so ziemlich alle Karten aus dem Set gelesen, weil ich ja die Videos dazu gemacht habe. Aber ich habe die meisten Karten auch schon wieder vergessen, weil die einfach nicht gut waren. Entscheidungsschlacht von Golganda. Tobari der Himmelsninja. Geneigter Entertainment. Wild, das ist eine Train-Karte. Naturia Kameli, eine der besten Karten. Und Schwarzflügel Schamal der Sandsturm. Die Karte ist auf jeden Fall für das Deckthema ziemlich gut. Ein turbobefleckender Hot Rod GT16. Da haben wir das Gurkenpferd. Da wird sich die Gurken gerade aber freuen. Da haben wir Schreckensklauen Doppelsäge. Naturia Segen. Und nächstes Pack kommt jetzt auch sofort. Wir amazonische Kriegsführerin, Hanshi Kyudo Geist, Sterne bewegen sich über die Milchstraße, okay, amazonische Silberschwertmeisterin und Flügelswürfe der unnebelten Setzlinge, interesting. Seelenschere ist eine ganz coole Karte, habe ich zumindest halt durchgelesen, funktioniert mit Sprint tatsächlich ganz gut, ob sie jetzt wirklich gut ist, ist halt die Frage. Unterweltritual der Wahrsagerei, Salamander, Katalysator, ganz coole Karte eigentlich. Und Kastira Vorbereitungen. Die Karte braucht ihr auch, wenn ihr das Deck spielen wollt. Wir einmal Schwarzflügel, Zonda, die Dämmerung, amazonische Kriegsführerin, himmlische Vorrichtung Thesea, okay. Freki, Schwarzflügel, Warta, das Symbol des Wanderns. Ich kann nicht lesen. Aber das ist eine sehr coole Karte, optisch. Ne? Guckt die an, ist sehr, sehr cool. Ich nehme mal die Secrets vielleicht hier runter. Die Super Rares hier auf demselben Stapel, weil am Ende des Tages sind es immer noch Super Rares, die sind ja an sich nichts wert. Und die Secret Rare ist natürlich schon was Besonderes. Und den Rest
Lassen einfach mal so stehen. Nudelwendetechnik. Ja, okay, haben wir das auch gesehen. Haben wir Kangero, die Kanonen-Ninja. Himmlische Vorrichtung Theseia. Frühlingshilfe in voller Blüte. Eine sehr coole Karte, optisch. Haben wir Tränenklagen Giram. Ist auch nicht schlecht. Aber das ist jetzt nicht die krass gute Karte. Aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dann haben wir Charmeleon Samsra Sorgenkatze. Die sagt mir gar nichts. Aber das ist, glaube ich, das Ding, was du eigentlich theoretisch mit Hulk holen könntest, wenn Hulk noch da gewesen wäre. Dann haben wir das Gurkenpferd, Schwarzwügel, Zwillingsschatten, Tränenklage Schrei. Das ist, by the way, eine sehr, sehr gute Karte. Also, wenn ihr irgendwie Tränenklage spielen wollt, also besorgt euch die. Die Karte ist echt gut. Ich lege die mal daneben, die ist echt gut. Und Naturia Maurus Grille ist auch eine sehr gute Karte. Für das Naturia-Deck-Thema. Aber das ist eine der Karten, die wirklich richtig, richtig gut ist. Dann haben wir Wahrsagerprinzessin Bibliomuse. Okay. Amazonische Silberschwertmeisterin. Ninjutsu-Kunst der tänzenden Blätter. Yoshiro des Wassers. Und Schwarzflügel. Boreasturm der Boswind. Boshafte Wind. Ist das Boreasturm? Boreasturm. Okay, das ist eigentlich schon Name. Krass, guck mal. Synchro-Empfänger-Effekt. Das passt fast gar nicht richtig rein. Auch sehr wild. Tränenklage Herzschlags. Auch gar nicht so schlecht tatsächlich. Xip, Goldschwertmeisterin und Drachenpendel. Tränenklagen Gramm, Frühlingshilfe in voller Blüte, Amazonische Schoßtiger Ligakönig, Spiritualistin und Spreit Kreuzfeuer. Das ist eine sehr gute Karte. Also das ist auch eine Karte, die kann man considern zu spielen. Ich lege die mal neben das Ding, weil das wirklich beides sehr gute Karten sind. Die hat sehr viele verschiedene Fähigkeiten. Auf jeden Fall drüber nachdenken, die in eurem Sprite-Deck zu spielen, weil die wirklich cool ist. Wahrscheinlich nur Game 2 und 3, wenn ihr First gehen könnt. Dann ist sie wirklich insane. Wenn es hängen geht, ist sie scheiße, aber gute Karte. Dann Tränenklage Schrei. Machtkampf der Starbrigade und Naturia Segen. Die Karte ist auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, so ein paar bisschen Super Rares wären schon ganz geil, ne? Bis jetzt sehr enttäuschend. Dann Kashtira Ogre, Schreckensklaue Niedergang, Bayrock Drache, Amazonische Augusta und Schwarzflügel Suri der Phantomschimmer. Das ist keine so gute Karte, aber es ist eine Ultra Rare, deswegen kommt die hier vorne hin. Also, die ist natürlich nicht schlecht für das Deckthema, aber an sich nicht super gut. Da würde ich sagen, wir gucken uns eher mal die Holos an, weil den Rest haben wir schon so ziemlich gesehen. Was würdest du die Kamons und so angeht? Dass wir so ein bisschen schneller für euch durchkommen, weil ihr müsst ja jetzt hier nicht jede Karte 20 Mal sehen. Da haben wir die nächste Secret Rare. Das ist einmal Weltmeerdrache Silantis. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. Ich finde die optisch sehr cool. Ich finde die von der Idee sehr cool. Und ich mag den Effekt der Karte sehr gerne. Value-technisch sind sie nicht so gut, aber ist eine sehr, sehr coole Karte. Und der Rest ist halt, ja, ist halt da. Ja, also wollen wir noch eine Starter-Rare? Dann sind wir auf jeden Fall set, ne? Kashtira Shangria. Shangri-Ira. Das ist eine sehr gute Super-Rare. Das ist wirklich. Die lege ich mal tatsächlich zu den guten Karten dahin. Weil es wirklich eine sehr gute Super Rare ist. So, was haben wir denn hier? Und haben wir einmal sehr Rubin des Goti. Jetzt, wo ich hier so ein bisschen durchkomme, kriege ich die ganzen Ultras und Scheiße, ne? Ja, vielleicht sollte ich doch ein bisschen langsamer machen. Und Goti Zorn. Ich habe mir sagen lassen, das ist auch keine schlechte Karte für das Deckthema.
Und der Rest ist nicht nennenswert. Spannend. So, dann gucken wir da. Und Rex Frachtfellsöldner. Ich habe mir sagen lassen, die ist auch ganz cool. Der Rest ist ja nicht so spannend. Und dann haben wir nochmal Kashtir Fenrir. Ja, Kashtir Fenrir ist eine der wertvollsten Karten aus dem Set. Wenn ihr keine Secret zieht, die Lubellion heißt, ist das hier eine unglaublich gute Karte zu ziehen. Die geht aktuell so knapp 60 Euro, glaube ich. Richtig wild. Und den dritten Scream haben wir auch. Fenrir ist ein sehr guter Pull, da freue ich mich drüber. Aber wenn wir jetzt noch eine Starlight ziehen, dann bin ich glücklich. Ich glaube, ich habe auf dem Channel noch nie eine Starlight Rare gezogen, deswegen wäre es mal spannend, mal sowas zu kriegen. Dann haben wir einmal Druis Wurm, eine sehr gute Karte. Leider nicht die 14 Euro Super Rare, aber eine sehr gute Karte auf jeden Fall. Ne? Abgeheulich heißt das Decktable übrigens bei uns. Ja, wild auf jeden Fall. Und hier haben wir einmal Donnerdolch Fellsöldner. Das ist das neue Fellsöldner Linkmonster. Das ist eine coole Karte, aber leider nicht so gut wie Folgo damals gewesen ist, weil die war ja wirklich damals gar nicht so schlecht. Es ist nicht mehr viel übrig und es fehlt noch eine Ultra Rare. Und sonst haben wir alles gesehen. Wir haben einmal Kashtira Geburt. Das ist einmal eine Permaspell. Die ist auch sehr, sehr gut, die Karte. Also wenn ihr das Deck pur spielt, ist die Karte insane gut. Dann haben wir Wahrsagerprinzessin Tarotreif. Okay, cool. Upgrade von Tarotrei. Der Rest ist wieder sehr spannend. Nichts Dramatisches dabei. Dann haben wir als letzte Ultra-Rare ist immer Mitsu, die Insekten-Ninja. Die Insekten-Ninja, das fühlt sich auch ganz weird an vom Namen. Okay, coole Ultra Rare, ist wahrscheinlich nicht viel wert, aber ist auf jeden Fall optisch eine sehr schöne Karte. Wir haben noch vier Päckchen haben wir noch. Also, jetzt kriegen wir nur noch Super Rares, das heißt, wir können jetzt auch nochmal, wir haben noch vier Chancen, einmal die 14 Euro Super Rare zu ziehen. Wir gucken mal. Die haben wir schon gesehen, die ist auf jeden Fall nicht die Karte, die wir suchen. So. Weiter geht's. Das ist auch nicht die Besuchung. Simul, Ärzte der Weltler, ist auch eine ganz coole Karte eigentlich. Dann haben wir noch Meteorischer Sammler. Die Karte ist tatsächlich gar nicht so schlecht, das ist ein generisches Rang 9 Monster, die kann einiges an Schaden anrichten. Und das letzte Pack, Darkwing Blast für heute. Die Spannung steigt. Ist das eine Starlight Rare? Ist das eine geile Super Rare? Ist das vielleicht noch eine dritte Secret Rare? Who knows? Es ist Dynamite Kraftladung der Drachobezwinger. Auf jeden Fall habe ich auf diese Karte gewartet, die wollte ich unbedingt haben, aber ich habe nochmal einmal einen Scream, das ist ziemlich gut. Zack. Ja, und kleiner Recap, wir haben sehr, sehr gute Secrets gezogen. Wir haben natürlich von der Ultra Rare, wir haben einen Fenrir gezogen, das hilft natürlich dem Value von dem Set extrem, weil wir damit auf jeden Fall Plus gegangen sind, was jetzt den Value angeht, weil die geht 20, die geht schon 15, die geht mittlerweile sogar mehr als 50, glaube ich. Und ich glaube, für die kriegt man auch ein paar Euros. Ja, und das sind auch gute Karten. Und Scream ist auch eine Karte, die halt auf jeden Fall auch gesucht wird.
Der Rest ist jetzt ja nicht so value-technisch am Start, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Opening vom Value her. Ich hätte natürlich ganz gern ein paar mehr von den Abgeordneten-Monstern gesehen, aber ich habe halt nur eins gezogen. Das ist halt sehr spannend. Ja, dann würde ich sagen, das war's schon für das Opening. Bis zum nächsten Video rein. Ciao, Leute.